Verpasse dieses Video auf keinen Fall, denn heute erkunden wir ein Lost Place der Superlative. Das gesamte Gelände muss schon seit vielen Jahren verlassen sein und einst lebten hier sehr wohlhabende Menschen. Was? Ein Traum, Leute. Guckt euch das an. Das ist auch wieder wahnsinnig. Sowas werden wir in Deutschland echt nie oder fast nie zu sehen bekommen. Die gesamte Einrichtung erinnert an ein Rittergut. Alte, verblasste Erinnerungen stehen auf dem Schrank. Doch man findet auch abstruse und kuriose Gegenstände an diesem Ort, die einen beim Anblick erschauern und erstaunen lassen. Also dieser Lost Place hat viele Überraschungen. Hui, er hat die ganzen Kinderfilme hier aufgestellt. Das hört sich an wie in einem Horrorfilm. Als wenn das die letzte Musik wäre vor dem Massaker. Das ist krank. Gehen wir schnell rein. Wer hat einst in diesem Millionenanwesen gelebt und warum wurde es verlassen? Was hat sich hier abgespielt und welche Geschichte steckt dahinter? Wir sind auf dem Gelände drauf, Leute. Es ist wirklich riesig. Also, wir haben es ja gerade schon von oben, von der Drohnenaufnahme gesehen. Das Ding, unfassbar. Wie lange das Ganze schon verlassen sein muss. Links befinden sich irgendwelche Unterstände. Dann da so ein komisches Haus ohne Fenster. Und so ein Wohnhaus. Oben drauf mit so einer Glocke, seht ihr das? Und auf der rechten Seite befinden sich auch irgendwelche Zimmer. Und da schauen wir jetzt als erstes mal rein. Ja, wie man schon sehen kann, die Spinnweben wachsen hier. Die Türen sind offen und der Dreck ist schon im Haus drin. Könnt ihr das hören? Das hört sich an wie in einem Horrorfilm. Als wenn das die letzte Musik wäre vor dem Massaker. Leute, das ist krank. Gehen wir schnell rein. Am Eingang sieht man direkt so eine schöne alte Lampe, von Spinnweben schon befallen. Über dem Zimmer so ein Bild von einem Reh, das Blut weint. Und dann geht's ins Zimmer. Und was wir hier vorfinden, das ist wieder einfach wahnsinnig. Sowas werden wir in Deutschland echt nie oder fast nie zu sehen bekommen. Guckt euch mal diesen Schreibtisch an. Das ist wieder genau mein Stil. Traumhaft. Dieses schöne alte massive Holz mit diesem Türöffner zum Ziehen hier. Auf dem Schreibtisch befindet sich irgendwas zum Einstellen. Ich weiß nicht, was das gewesen sein könnte. Von Oak, ich kenne es nicht. Dann diese Figuren, die hier drauf sind und oben drauf stehen. Die haben doch irgendwas Gruseliges. Vielleicht haben wir noch irgendwas Unentwickeltes. Ist leider nicht mehr zu erkennen, was es ist. Aber das ist doch schon mal Wahnsinn. Und dazu noch diese alte Lampe. Schaut euch das an. Da kann man sich richtig vorstellen, dass hier mal jemand gesessen hat. Ja, und irgendwie einen Brief oder so geschrieben hat. Schauen wir weiter, befindet sich auch ein massiver Schrank hier. So ein kleiner Schrank. Außerdem liegen auf dem Boden Matratzen, warum auch immer. Vielleicht hat mal ein Obdachloser hier geschlafen oder sowas. Ich finde das immer so ein bisschen eklig, auf den Matratzen herumzulaufen. Wer weiß, was da schon drinnen lebt und rumfleucht und keucht. Dann ganz interessant, hier befinden sich Pokale. Warum befinden sich hier in diesem Zimmer Pokale? Was haben wir denn da? Forest Domain 87, Hof de Fonke. Hat das irgendwas mit Diskuswerfen oder so zu tun gehabt? Ich weiß es nicht. Oder Leichtathletik im Allgemeinen. Da habe ich hier was an der Wand gefunden, ein Bild, was im Taschenlampenschein wirklich krass aussieht. Ich weiß gar nicht, ob das so wiederzuerkennen ist auf der Kamera, aber irgendwie glänzt das komisch. Und weiter befindet sich hier noch so ein Puzzlebild. Da wurde irgendeiner zum König gekrönt. Dieses Fenster auch wieder. Lost Place pur, Leute. Und hier hängen überall so gruselige, komische Puppen. Oder was auch immer das ist. Dazu dann auch diese Musik gerade. Ein wirklich, wirklich gruseliges Lost Place. Dann gehen wir aus dem Zimmer raus, gucken mal kurz schnell in diese Tür. Und das ist so eine Art Gemeinschaftsbadezimmer. Und hier ist wirklich alles noch ganz. Hier ist nichts kaputt gekloppt worden. Gar nichts. Selbst der Bezug auf den Klo ist noch drauf. Und die Fliesen, die haben irgendwas. Dann konnten sich zwei Personen gleichzeitig hier die Zähne putzen oder was auch immer. Traumhaft. Sehr schön. In der Ecke gerade noch gesehen, hier sind sogar noch Zahnbürsten drin. Die sind sogar benutzt. Hinter uns befindet sich ein Spiegelschrank, aber der ist leer.
Und dann haben wir noch ein Zimmer mit so einem übelst vergammelten Schrank. Guck mal, das geht hier alles schon ab, dieses ganze Furnier. Oh, das sieht irgendwie hat das was mit dem schimmligen Tisch, diese alten Stühle. Das sieht irgendwie mysteriös aus, gruselig auch. Außerdem dann noch so ein Schrank mit einem Spiegel. Und die Schubladen fasse ich nicht an. Leicht im Goldlook verziert das Ganze, aber auch schon übelst schimmelig. Dann gehen wir hier raus und ich habe noch zwei andere Räume gesehen. Schauen wir mal da mal kurz vorbei. Übelst massiven Schrank, der auch schimmelt. Und dieses Bett, wahnsinnig. Ja, das hat auf jeden Fall so einiges ausgehalten. Wenn ihr versteht, was ich meine. Dann diese Lampen da oben und diese Gardinen. Außerdem die Bilder an der Wand von so alten spanischen Häusern aus Südfrankreich. Ich würde so Richtung Andalusien sagen. Gucken wir uns hier um, befinden sich vor uns Figuren von den Heiligen Drei Königen. Kriege ich die Namen noch hin? Kaspar, Balthasar und Melchior, war das richtig? Ich glaube, wie diese Figuren einfach hier rumstehen. Das ist wieder eine Location, wofür man sich echt begeistern kann. Und drehen wir uns um, sehen wir im Fenster, was schon von den Spinnen eingenommen wurde. Überall diese Spinnenweben. Unten drunter so zwei Holzzüge. Und selbst diese Gardinen, die passen hier perfekt rein. Als wären wir in irgendeinem Rittergut oder so. Was für zwei Wahnsinnsräume. Ja, hier ist wieder ein Badezimmer. Hier fehlt schon ein bisschen was. Und dann haben wir hier noch einen Raum. Der ist aber fast komplett leer. Einzig die Bilder an der Wand. Das waren alles mal Puzzle, seht ihr es? Wahrscheinlich hat der ehemalige Besitzer damals mal Langeweile gehabt und die Puzzle fertig gemacht. Dann gibt es noch einen dritten Bereich, das ist die Heizung. Naja, aber sonst nicht mehr viel. In den Schränken stehen noch ein paar Gläser. Und dann gibt es noch diese Treppe hier nach oben. Wo geht's denn hier hin? Was ist das denn hier? Das ist mal ein Lagerraum gewesen. Wie gruselig das ist mit den zwei Stühlen da hinten. Ich möchte jetzt hier aber nicht drauf laufen. Das ist alles aus Holz. Leute, und ganz kurios, hier sind noch andere Leute auf diesem Gelände. Wir haben jetzt gerade die Leute gesucht und uns mit denen unterhalten. Und das sind die Leute, die tatsächlich dieses Grundstück hier gehört. Aber netterweise dürfen wir hier weiter filmen. Hinter diesen Büschen befindet sich das Haupthaus. Irgendwie mal aus, als wenn da mal gesessen werden konnte, als wenn da Tische standen. Das Ganze sieht aus wie so ein ehemaliges Hotel, so eine Art, weil das ein paar Zimmer hat, wo das vielleicht vermietet oder so. Hat so einen leichten Charme von so einem Rittergut. Und dann kommen wir in diesen komischen Raum rein. Und das, Leute, das habt ihr noch nicht gesehen. Schaut euch das mal an. Dieser China-Style in diesem Raum, der passt halt 0,0 hier rein. Wahnsinn. Mit diesem Drachen an der Wand. Und was ganz Besonderes, diese Kutsche, die leider schon zerstört worden ist. Wahnsinn. Das war bestimmt mal ganz. Ja, das sieht aus, als wenn es gebrochen wäre. Aber sowas sieht man doch echt selten. Mich würde mal gerne die Story hinter diesem Raum hier interessieren, warum das so ist. Wenn es einer weiß, kann er natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, wir werden es nie herausfinden. Also für mich ja das Ganze war wie so ein Rittergut. Das ist das Haupthaus. Schön mit diesen Holzfensterläden. Das ganze Verwachsene hier vorne. Auch schön sind diese Lampenschirme. Leider fehlt da schon was. Das passt ja alles wirklich richtig gut zusammen. So, wo geht's hier hin?
Was haben wir denn da, Leute? Oh, ich sehe einen Whirlpool. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Also ich liebe das, ein kleines Hotel für gut Betuchte, glaube ich. Also das sieht jetzt nicht so aus wie so eine billige Absteige. Sowas sieht man auch nicht alle Tage. Wie vergibt die Fenster schon sind. Also für mich ist das mal wieder eine super Location. Und hier geht's ins Haupthaus und der erste Blick, der lohnt wirklich schon mal. Was? Ein Traum, Leute. Guckt euch das an. Da steht ein richtig massiver, schöner Schrank. Da hinten die zwei Stühle, dazwischen der Kamin. Und auf dem Tisch stehen auch noch diverse Teile. Da müssen wir unbedingt rein. Und schaut euch mal an, wie eingewachsen das Ganze auch auf dieser Seite ist. Alles zugewachsen. Leicht kann man noch erkennen, dass dort hinten ein Trampolin steht. Aber ansonsten holt sich die Natur wieder alles zurück. So, wie es immer ist. So, wie es immer sein wird. Ich bin gespannt. Wir gehen rein. Mal gucken, ob ich hier durchpasse mit meinem Astralkörper. Oh, Bauch einziehen. Dann geht das schon. Komm mit. Schaut euch das an. Hier sind irgendwelche Hochzeitsbilder. Und ich schätze auch, dass sie zu dieser Location gehören. Weil viele Personen sehen gleich darauf aus. Dann dieser wunderschöne, massive Schrank mit den Mustern da drin. Also ich bin jetzt schon fasziniert. Auch wenn in diesem Raum nicht mehr viel drin steht, sagt er mit den Möbeln, die drin stehen, noch viel aus. Dieser Kronleuchter hier oben. Auf der Seite genau dasselbe. Das sieht doch traumhaft aus. Mit den lederbezogenen Stühlen, in der Mitte der Kamin und oben die Kunstpflanzen auf dem Kaminsims. Ich hätte hier tatsächlich gerne Urlaub gemacht. Auch dieser Teppich. Es passt in diesem Lost Place alles zusammen. Inklusive diesem Schrank. Auch wieder schön verziert. Auf dem Tisch liegt irgendwie alles durcheinander gewürfelt. Gesellschaftsspiele, so eine Kaffeemaschine, irgendwie so ein Dictionary in Französisch. Selbst die Covid-Maske liegt hier noch rum. Ich glaube, das ist schon ein bisschen länger verlassen. Mindestens 15 Jahre ist das hier lost. Na gut, schauen wir mal weiter. Durch diese Glastür, die noch heile ist, geht's in den nächsten Raum. Und das sieht aus wie die Küche. Tatsächlich noch komplett da. Auch hier überhaupt kein Vandalismus. Die Mikrowelle steht hier noch drin und der Ofen. Die Schränke sind vom Inhalt her alle leer. Schön mit dieser festen Arbeitsplatte. Hier der Herd. Wenn wir weitergehen, sehen wir den Kühlschrank. Der ist leer. Und irgendwie so Aufbewahrungsschränke. Auch komplett leer. Ein Blick nach unten zeigt uns, der Keller ist schon vollgelaufen. Das heißt, wir brauchen da nicht runter zu gehen. Und dann geht's gleich in den nächsten Raum. Boah, und was haben wir denn hier für Möbel? Also, das ist ja der Wahnsinn. Schaut euch diesen Raum an. Auch hinter uns. Als wären wir irgendwie in der Zeit der Templer zurückgekehrt. Der Ritter. Also, das ist ein Traum. Ein Traum von Lost Place. Sowas sieht man nicht allzu oft. Allein schon dieses Bild von so einem Musketier, so wie das aussieht. Ja. Oh, hier ist sogar noch was in den Schränken drin. Was haben wir denn da? Alte Batterien, die schon langsam auslaufen. Und irgendein Alkohol. Korsendonk, Agnus, Nicolas Feuillet. Ist das irgendwie Champagner? Und das sieht aus wie Bier, weil es hier drauf steht. Belgisches Bier. Ich kenn's aber nicht. Machen wir es zu. Soll ja alles so bleiben, wie es ist. Selbst diese Kronleuchter.
Guckt euch das an, wie alt die sein müssen. Auch schön verziert an der Stelle. War schon übelst am Wegrosten. Hier gibt es weitere Schränke. Und da hat wieder einer Spaß an der Freude gehabt. Er hat die ganzen Kinderfilme hier aufgestellt. Mary Poppins, Pinocchio, Dornröschen. Oder wie es hier heißt, Dornrosi. Merlin, 101 Dalmatinas. Alles hier. Warum hier so viele Kinderfilme sind, kann ich euch nicht sagen. Und dann geht es ja auch noch gleich nach oben. Das ganze Haus ist schon sehr interessant und wir finden bestimmt hier auch was Interessantes. Ich weiß es nicht, ich war hier oben nicht, aber ich kann es mir echt sehr gut vorstellen. Und das Erste, was auffällt, ist dieser Teppich. Der ist komplett ausgelegt hier oben, damit man auch, ja, weiche Füße hat. Und dieser Teppich gibt auch einen besonderen Geruch ab. Teppiche behalten, finde ich, immer so ein bisschen an Duft irgendwie von dem Gebäude. Dort geht eine Tür rein, ein Schrank steht davor und dann gucken wir mal, was es hier zu sehen gibt. Und das ist auch wieder wahnsinnig. Guckt euch mal dieses massive königliche Bett an. Auch schön mit den Mustern und Verzierungen im Rahmen. Die beiden Nachttischschränkchen, auch in diesem selben Stil. Selbst die Decke ist in dem Stil. Von diesem Raum, von diesem Bett. Daneben zwei königliche Stühle mit irgendwelchen Verzierungen oben drauf. Ich glaube, die hatten mal irgendwie was zu sagen. Früher zumindest. Das ist ja wirklich ein Traum. Würde das jetzt hier nicht los sein und würden da ordentlich Matratzen drauf liegen, würde ich hier sogar tatsächlich einen Overnighter starten. Und drüber dieser Kronleuchter wieder. Schön in Gold angehaucht. Mit diesen Kristallen nah dran. Drehen wir uns um. Auch wieder so ein massiver Schrank, der zur Einrichtung gehört. Außerdem befinden sich zwei seltsame Maschinen hier. Was sind das? Kann das sein, dass das so ein alter Bauchwegtrainer ist? Da wurde dieser Gurt um den Bauch gespannt. Man hat sich da drauf gestellt auf diese Plattform. Ja, und dann hat es vibriert am Bauch. So. Davon gibt es hier zwei verschiedene Geräte. Weiter gibt es hier eine Tür, die führt in den nächsten Raum. Und Leute, was haben wir denn hier drin? Das passt ja aber gar nicht rein in den Style von diesem Haus. Ein Solarium. Tatsächlich ist hier noch ein Solarium drin. Von Gymna. Es scheint schon etwas älter zu sein. Das ist ja unfassbar. Damit hätte ich in diesem Haus am wenigsten gerechnet, tatsächlich. Daneben haben wir so eine Liege, konnte man eigentlich drauf liegen, kenne ich noch vom Fußball. Und was auch auffällt, überall Kot. Das sieht aus, als wenn eine Katze hier drin gehaust hätte oder so ein Waschbär. Das verteilt sich auf dem ganzen Fußboden. Und das ist das Badezimmer. Wow, das sieht doch mal richtig edel aus. Schaut euch das an. Hier der Schminktisch mit irgendwelchen Muscheln drinnen. Ja, so ein Bulle-Augenfenster gibt es auch nicht oft. Und diese Verzierung, dieses Vergoldete oder Goldoptik besser gesagt. Dazu noch diese extravaganten Waschbecken. Entweder haben hier echt gut betuchte Menschen gewohnt oder es war ein Hotel für gut betuchte Menschen. Selbst die Badewanne hat irgendwie was Edles mit dieser braunen Farbe. Und dafür, dass das schon so ewig leer steht, sieht das noch relativ gut aus. Also dieser Lost Place hat viele Überraschungen parat. Hui. Und dann kommt das. Na, habt ihr euch auch erschrocken? Die habe ich gerade beim Reingehen gar nicht gesehen. Wie kann man sowas machen? Da muss man ein bisschen Psycho im Kopf sein. Hier hat einfach irgendwer so eine komisch angemalte Puppe hingelegt. Gruselig. Und drehen wir uns um, gibt es hier noch einen Raum und das ist dann das Heisel. Auch in Braun. Hier sieht es aber jetzt nicht so edel aus wie im Raum vorher. Und auf dem Boden steht noch die alte Waage. Das war's dann aber auch. Dann sind wir auch hier oben fertig. Und gucken uns um noch mal zwei Räume an, die wir gerade vergessen haben.
Was ich auch gerade nicht erwähnt habe, ist diese Fliesen. Guckt euch das an. Ich komme mir gerade vor, als wäre ich ein Ritter, der hier durch die Gänge streift, in diesem Gebäude. Hier sind wir in so einer Art Flur. Diese Tür hat schon ewig niemand mehr aufgemacht. Guckt euch das an. Hinter uns befindet sich ein Badezimmer. Dann konnte man hier die Handtücher aufhängen. Ja, und Klowaschbecken und Badewanne. Das sieht aber nicht so extravagant aus wie oben. Was haben wir hier? Oh, nichts. Nichts Besonderes. So alte Seifenpackungen. Ich glaube immer mehr, dass das irgendwie ein Ding zwischen Hotel und privater Wohnung war. Wie so ein Mini-Hotel oder sowas. Oh, diese alte Lampe ist sehr interessant. Hier passt eigentlich das eine zum anderen. Ein wirklich gelungener Ort. Dann gibt es noch einen letzten Raum. Und dort war mal vielleicht irgendwie so eine Art Veranstaltungsraum oder Aufenthaltsraum. Oben drüber so eine lange Lampe, Heizungen, die verdeckt sind. Ein Blick nach draußen auf den Hof. Außerdem so ein bisschen Deko. Was haben wir hier? Irgendwas mit Muscheln. So eine Vase. Hat auch irgendwie was, ne? Und daneben so ein Brettspiel. Lettre kommt double, double, double. Ich kann kein Französisch. Zumindest nicht die Sprache. Können wir auch nochmal rausgucken. Ja, selbst die andere Seite ist komplett eingewachsen. Auch wieder hier alles voller Spinnenweben an den Fenstern. Aus dem Tor geht's dann raus. Und das Ganze, Leute, das gehört ebenfalls auch zu diesem gesamten Gelände dazu. Es ist wirklich ein riesiges Gelände. Da zwischen den Büschen und Bäumen sehen wir noch eine alte Laterne. Da ist mal eine Sitzgelegenheit gewesen, um hier irgendwie in so einer Art Park zu chillen. Und wir begeben uns jetzt langsam zum Ausgang. Oh, was sehe ich da denn? Leute, ist das gruselig? Guckt euch das mal an, da hängt einfach eine Puppe im Baum. Genauso wie hier an der Wand. Da hängt auch einfach eine Puppe. Wer macht denn sowas? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Hier ist der Ausgang. Da werden wir von der Straßenkamera überwacht. Damit wir auch ja keinen Blödsinn machen. So, da machen wir so weit zu, wie es möglich ist. Werfen kurz noch mal einen Blick von draußen. Ja, das ist die Frontansicht von diesem gesamten Haus. Es ist einfach riesig. Wirklich, wirklich riesig. Hier noch mal der Eingang von vorne. Natürlich privat. Verbotener Eingang. Ja, hat schon was, ne? Hat schon was Richtung Rittergut. Naja, Leute, wir sind jetzt am Auto. Ich hoffe, diese Location hat euch gefallen. Mir hat sie natürlich sehr gut gefallen, schon alleine wegen diesen alten Möbeln. Auf den ersten Blick hat sie nicht so viel hergegeben, aber wenn man sich im Detail mit dieser Location befasst hat, dann hat man wirklich, wirklich ein traumloses Place gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Schaut auch in meiner Playlist, dort gibt es weitere spannende Locations und Lost Places. In diesem Sinne bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt stabil.